Boste Vane Gospe in Gospotje. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, als noch neuer Rektor der Pädagogischen Hochschule habe ich schnell gelernt, dieses zweisprachige Kärnten-Koroschka eingebettet in einen mehrsprachigen Alpen-Adria-Raum bedeutet vor allem Vielfalt und eröffnet großartige Lebensqualität und vielfältige Lebenschancen. Zugleich, auch wenn in den letzten 10 Jahren schon sehr viel gelungen ist, hoffe ich, dass es uns weiterhin gelingt, die Potenziale in dieser Region mehr zu erkennen, offensiver zu nutzen und zu leben, um zunehmend Lebens- und Bildungschancen auch grenzüberschreitend zu ermöglichen, privat, wirtschaftlich, sozial und kulturell. Das erfordert Dialog und setzt selbstverständlich voraus, auch Volksgruppenidentitäten und Volksgruppensprachen in ihrer Vielschichtigkeit anzuerkennen, zu würdigen und zu stärken. Und deshalb sind Veranstaltungen wie dieser von großer Bedeutung und so freue ich mich auch, dass ich heute hier reden darf. Um die vielfältigen Möglichkeiten dieser Region noch besser zu nutzen, eine gemeinsame Entwicklung zu unterstützen und Lebenschancen zu ermöglichen, braucht es auch weiterhin eine klare Haltung. Und wir werden als pädagogische Hochschule bemüht bleiben, hier auch eine Vorbildfunktion in dieser Region zu übernehmen. Wir als pädagogische Hochschule werden unsere Projekte und Angebote in diesem Bereich noch weiter ausbauen. Wir bilden Lehrerinnen und Lehrer für den slowenischsprachigen Unterricht aus, fort und weiter, auch in vielfältigen Kooperationen mit slowenischen Einrichtungen. Zugleich ist es uns ein wesentliches Anliegen, dass unsere Studierenden ein Verständnis der zweisprachigen Historie in unserem Bundesland entwickeln können. Zudem setzen wir deutliche Schwerpunkte im Bereich der Erinnerungskulturen im Bundesland, aber auch in der gesamten Region. Es ist uns insgesamt wichtig, uns dabei mit europäischen Bildungseinrichtungen zu vernetzen, um gelebte Mehrsprachigkeit von Menschen in mehrsprachigen Regionen und Ländern europaweit aus theoretischer, didaktischer und praktischer Perspektive zu beleuchten und in einen inhaltlichen Diskurs zu treten. Ich habe den Eindruck, dass das Interesse an unserer mehrsprachigen Region in anderen Ländern manchmal größer ist als in unserer Region selbst. Und das sagt auch etwas über noch nicht genutzte Potenziale aus. Die Thematisierung und die kritische Betrachtung des Umgangs mit Mehrsprachigkeit, auch in Kooperation mit verschiedenen europäischen Bildungsinitiativen, wie zum Beispiel das Konsortium Mehrsprachigkeit als Chance, sollen noch stärker dazu beitragen, sprachliche Kenntnisse für Kinder und Jugendliche und Erwachsene im Bildungsbereich gewinnbringend für Personen und Institutionen zu nutzen und für einen themenfokussierten Diskurs im Bereich der Mehr- und Zweisprachigkeit für Identität und Bildung zu sensibilisieren. Zugleich sollen österreichweit angebotene Seminare für Lehrpersonen aller Schultypen helfen, die schulische Sprachsituation und das zweisprachige Schulsystem in Kärnten sichtbarer zu machen. Und es ist insgesamt unsere Mission, junge Menschen zu unterstützen, damit sie in Zukunft ihre Chancen in dieser Region noch besser nutzen und leben können. Sehr geehrte Damen und Herren, ich wünsche Ihnen gutes Gelingen und viel Erfolg. Hvala lepa. Danke.